achieved with CryEngine 3. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Let's Play Crysis 3. Ja, vielleicht hört ihr es, meine Stimme ist noch ein bisschen rau. Ich hatte ja gerade eine kleine Grippe. Und naja, Spiel ist draußen. Ich habe mich schon tierisch drauf gefreut. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Und ich würde sagen, wir legen gleich auch direkt mal los mit der Kampagne. Ihr seht, wir spielen das Ganze komplett blind. Los geht's mit einer neuen Kampagne. Und ja, wir haben Rekrut, Soldat, Veteran, Supersoldat und Posthumankrieger. Ja, wir würden sagen, fürs Let's Play machen wir erstmal den Soldaten. Und ja, warum eigentlich nicht? Wir können das Tutorial gerne mal spielen, dann sehen wir es. Weil, ja, ich habe auch schon ein paar Jahre kein Crysis gespielt. Den zweiten Teil, muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich gar nicht gespielt. Aber das werden wir nachholen, denn ich habe vorbestellt und ich kriege zu der Hunter Edition Crysis 3 auch noch Crysis 1. Das heißt, nachdem wir Crysis 3 abgeschlossen haben, werde ich direkt mit Crysis 1 auch noch beginnen. Und ja, danach auch noch mit Crysis 2, damit wir die Sammlung vollständig haben. Aber genug gequatscht, los geht's hier. Und tja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, das Spiel wieder von vornherein schon tierisch gelobt, alleine von der Grafik. Da bin ich echt sehr gespannt drauf, wie die Grafik ist. Okay, Mission initialisiert. Drücke Enter, um das Spiel zu starten. Das machen wir. Okay, aufgrund der audiovisuellen Beeinträchtigung des Benutzers darf dieses Nano-Suit-Trainingssimulation nur im Trainingsmodus initialisiert werden. Ferner muss der Benutzer mit einer Wartungsmodule bla 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 bla. Alles klar, weiter geht's. Herzlich willkommen in der Nanosuit Trainingssimulation. Danke. Das Training ist in mehrere Abschnitte unterteilt, auf die individuell zugegriffen werden kann. Okay. Hier machen Sie sich mit der Navigation Ihres Nanosuits vertraut. Wir bezeichnen den Nanosuit als perfekten Kampfpanzer, aber er ist viel mehr als das. Gut, Maus, um nach oben zu schauen, ja, und nach unten, sehr schwer. Nein, ich möchte die Achse nicht spiegeln, danke. Das Navigationsdisplay versorgt Sie in Echtzeit mit taktischen Umgebungsinformationen. Bahnen Sie sich nun einen Weg durch den Parcours. Okay, dann mal los hier. Los geht's hier mit dem Tutorial. Künstliche Muskeln unterstützen die Interaktion mit Ihrer Umgebung. Okay. Sie können höher springen. Okay, Leertaste halten für einen Megasprung. Ja! Sie können weiterklettern. Okay. Ha, das kenne ich noch aus Far Cry, das ist cool. Ja, C drücken, um zu ducken. Kennen wir auch aus jedem Shooter. Nichts Neues bis jetzt. Sie können schneller laufen. Gib mal Gummi hier. Naja gut, Tutorial brauchen wir, also Lauf-Tutorial nicht unbedingt. Das hätten wir uns, glaube ich, auch klemmen können. Aber nein, wir nehmen alles mit, alles, was uns das Spiel bietet. Hier lernen Sie, wie Sie mit Hilfe Ihres Nanosuits Waffen benutzen können. Okay, gehen wir mal zum Wegpunkt. Halte Maus 1, um Waffe abzufeuern. Okay. Gut. Ein paar Zielscheiben, okay. Na. So, und du noch. Na. Was ist hier los? Blind oder was? Benutzen Sie Ihre Visierung. Hochauflösende Leitsichtlinsen ermöglichen Ihnen eine einzigartige Präzision. Okay. Bisher auch. Selbst mit muskulärer Rückstoßdämpfung ist der Schnellfeuermodus unpräzise. Erhöhen Sie Ihre Quote automatisch. Ah, das ist also dann der Einzelschussmodi, ja? Die Waffenindividualisierung ermöglicht den raschen Aufsatzwechsel zur Anpassung an veränderte Bedingungen. Neue Aufsätze werden Ihrem Inventar automatisch hinzugefügt und sind immer verfügbar. Okay, drücke X, um das Waffenauswahlmenü zu öffnen. Machen wir mal. Mit dem Zielfernrohr attackieren Sie entfernte Ziele. Was haben wir denn hier? Hier haben wir noch einen Schalldämpfer und hier haben wir das Visier. Oh, ziemlich nice, dass man hier auf der Waffe, auf der SCAR, ein Zielfernrohr setzen kann. Das ist schon mal cool und ich finde hier diese Detail schon richtig nice. Ja, und hier sehen wir auch nochmal den Mehrfachschuss und den Einzelschuss. Ey, cool gemacht.
Okay, haben wir jetzt. Ah, und da haben wir auch schon die Ziele. Gut. Ballern wir die mal eben ab. So. Und du noch. Drücke 1, um Waffe zu wechseln, ja. Dank Reflexoptimierung dauert das Nachladen länger als der Wechsel zur Sekundenwaffe. Und das ist gut. Keine Munition. Automatische Umgebungssensoren weisen sie auf Waffenlager hin. Na, das ging ja jetzt fix. Neue Muni, okay. Und Granaten, cool. Geh antippen, um eine Granate auszurüsten, ja. Halte Maus 2, um die Flugbahn zu berechnen. Die Telemetrie-Integration ermöglicht eine aktive Zielunterstützung. Ah, okay. Seht ihr das auf dem Boden? Die fliegt dann quasi einmal auf dem Boden und fliegt dann weiter. Das ist ziemlich nice. Sehr realistisch auf jeden Fall. Dann müssten wir mal gucken. So, da müsst ihr die eigentlich treffen. Und? Aha! Der Nanosuit bietet nur bedingten Schutz vor explodierenden Granaten. Werfen Sie sie innerhalb von 4 Sekunden. Ja, sonst haben wir keine Hand mehr, oder was wolltest du uns damit sagen? Das Tutorial ist abgeschlossen. Freiwillige Trainingseinheiten werden von diesem Modul unterstützt. Gut, das kriegen wir ja wohl gebacken. Das heißt, wir gehen einfach mal weiter ins nächste Gebiet. Und ins nächste Tutorial. Hier lernen Sie die Grundlagen der Nanosuit-Kampfsysteme. Alle Nanosuit-Funktionen brauchen Energie. Der Energiebedarf ist von der jeweiligen Funktion abhängig. Energie wird aus verschiedenen Quellen in der Umgebung automatisch regeneriert. Warten Sie auf den Start des Nanosuit-Funktionstrainings. Okay, gehe zum Wegpunkt. Machen wir. Der Panzermodus lenkt Schüsse ab. Der Energiebedarf steigt mit der Höhe des abgelenkten Schadens. Okay. Drücke Q, um den Panzermodus zu aktivieren und dann sollen wir, denke ich mal, da hinten hinlaufen. Dann mal los. Ja, schieß dir mal, schieß dir mal. Habe Panzermodus an. Muhaha. Tja, war wohl nix, wa, Jungs? Der Tarnmodus bricht das Licht um den Nanosuit und macht diesen praktisch unsichtbar. Je schneller sie sich bewegen, desto höher ist der Energiebedarf. Okay, dann wollen wir uns da mal durchschleichen. Ja, und das mit der Energie, das kenne ich schon aus der Beta. Trainieren Sie Nanosuit-Modi dynamisch, um Ihren Feinden gegenüber im Vorteil zu bleiben. Zumindest aus dem Multiplayer-Bereich von der Beta. Der Nanosuit berechnet anhand der Cortisol-Sättigung nahe Gegner das Entdeckungsrisiko. Die Gefahrenstufe wird in der Stealth-Anzeige Ihres Hirns angezeigt. Ja, das haben wir auf der linken Seite hier. Kann ich jetzt gerade nicht zeigen, aber da steht oben drüber Gefahr, ja. Okay, wieder in den Tarnmodus. Im Tarnmodus können Sie Ziele lautlos töten. Okay. Dann mal ran da. Und V drücken für einen Tarnkill. Haha, nice. Gut, können wir das Gebiet wieder verlassen. Da haben wir das auch geschafft. Man kommt langsam wieder so ein bisschen rein ins Game. Das freut mich. Wenden wir uns nun den erweiterten Nanosuit-Kampfsystemen zu. Drücke B, um den Visor zu öffnen. Der taktische Visor analysiert die Topografie des Schlachtfeldes und markiert Ziele und interessante Punkte. Also da, ja. Gut, da hinten haben wir noch einen. Okay, der ist auch markiert. Und du hier noch. Okay. Die Nutzung bzw. das Hacken von Computersystemen ist eine weitere Funktion des taktischen Visors. Okay, hacke das Geschütz. Okay, F zum Hacken. Gescheiterte Systeme können deaktiviert werden, ihre Namen sind. Geile Scheiße. Das wird doch mit Sicherheit geil. Nanovision ist eine Funktion des taktischen Visors, die das vollspektrale Sehen ermöglicht. Dadurch können sich Gegner selbst bei totaler Dunkelheit nicht verstecken. Okay. Drücke N, um das Nanovision zu aktivieren. Nanovision aktiviert.
Nanovision ist eine hochempfindliche Funktion, deren Einsatz Energie verbraucht. Ah, okay, wir können weiterlaufen, ja. Und dann hier rechts rum. Mhm. Die Kraftoptimierung des Nanosuits ermöglicht die Zerstörung weicher Ziele im Nahkampf und das Anheben übergroßer Objekte. Bahne dir einen Weg durch die Mauer. Na gut. Nicht B, sondern V. Da haben wir schon das nächste Ziel. Mhm. Treten Sie nach schweren Objekten, um sie zu bewegen und Feinde damit zu töten. Nice. Das gefällt mir. Willkommen in der Tutorial Sandbox. Hier können Sie die Funktionen Ihres Nanosuits gefahrlos testen. Kombinieren Sie Nanosuit-Modi dynamisch, um Ihren Feinden gegenüber im Vorteil zu bleiben. Okay, also können wir jetzt quasi alles anwenden, was wir gerade eben gelernt haben. Das heißt, wir tarnen uns jetzt erstmal. Und ducken uns. So, und jetzt können wir B drücken. Da haben wir was, da haben wir was. Da und da. Okay, cool. So, dann würde ich sagen, hacken wir jetzt als allererstes mal wieder so ein Geschütz. Stirb! Ah, das finde ich geil. Also das wird doch mit Sicherheit im Einzelplayer ziemlich nice. So, und den wollen wir doch mal hier mit einer schönen Granate erledigen, wollte ich gerade sagen. Aber das war dann wohl nichts. Oh, okay. Ja, ist ja gut. So, tarnen wir uns jetzt erstmal wieder. Tarnfeld aktiviert. Haha. Das war's mit dir, mein Junge. Die sind alle down, okay. Hier haben wir wieder neue Granaten. Können wir aber keine mehr von nehmen. Ist anscheinend komplett voll. So, das gehört eh schon uns. So, dann wollen wir hier mal rüberhüppen. Zack. Ah, das war's dann auch schon, okay. Obwohl da hinten... Ach, egal, komm, das war's für das Tutorial. Weiter geht's, würde ich sagen. Wir bezeichnen den Nanosuit als perfekten Kampfpanzer. Dieses Tutorial perfektioniert den Soldaten. Viel Glück. Danke dir. Okay, das war's dann schon mal mit der Trainingssimulation. Es geht direkt los, liebe Freunde. Macht euch drauf gefasst. Vor 23 Jahren besetzten die Seth unsere Welt. Wir hielten sie auf. Ich hielt sie auf. Aber die Cell Corporation nutzte das entstandene Machtvakuum, um ihren Einfluss zu vergrößern und die Weltherrschaft an sich zu reißen. Cell hat alle überrascht. Sogar mich. Sie nennen mich Prophet. Und ich allein weiß, was auf uns zukommt. Cell ist nicht die eigentliche Gefahr. Der mächtigste Alien, der Alpha Seth, lebt noch. Hat mir die Zukunft gezeigt. Er weiß, was mich antreibt, woran ich glaube. Dass für einen guten Soldaten nur eines zählt. Eine einzige Frage. Was ist man bereit zu opfern? Vergessen Sie mich nicht. Als Sie mit dem Nanosuit zu mir kamen, opferte ich Lawrence Barnes, den Mann, der ich war, und wurde die Kampfmaschine Prophet. Als mich mein eigener Körper aufhielt, opferte ich auch ihn wie ein defektes Ersatzteil. Der Sieg hat einen Preis,
Man bezahlt jedes Mal etwas mehr. Ich habe gesehen, was kommen wird. Und ich konnte es nicht mehr aufhalten. Wenn die größte Kampfmaschine versagt, was tun wir dann? Was mache ich? Hell yeah. Nice. Ja, liebe Freunde, und ich würde sagen, das war's auch schon für die erste Folge. Und ja, keine Panik, am ersten Tag, also heute quasi, gibt es direkt 3 Folgen für euch. Ich hoffe, wir sehen uns gleich wieder. Haut rein. Tschüss.